Die Megatin 2023, die nicht Megatin 2023 heißt, sondern 25th Anniversary Tin Dueling Heroes. Ich weiß, das kann sich jeder merken. Wir haben den kompletten Inhalt und über den werden wir heute mal sprechen. Zuerst springen wir aber ins Opening von Maurice aka Schattenspieler rein. Gucken mal, was er so gezogen hat. Lass uns so einen kleinen Überblick verschaffen, wie das so aussieht, wenn wir so ein Ding halt aufmachen. Und dann springen wir aber in die Kartenliste rein, denn wir haben im letzten Video, in dem wir schon über die Secret Rares gesprochen, die wir schon irgendwie geleakt bekommen haben. Und jetzt werden wir über den Rest vom Set sprechen. Ich werde mal ganz kurz so meine Meinung sagen zu dem Produkt. Aber erst springen wir einmal in das Opening von Maurice. Und da sind wir. Maurice, erleuchte uns. Ja, Leute, heute habe ich etwas ganz Besonderes. Und zwar die Tin. Ja, Leute, wir haben die Tin. Und das ist ja das Highlight des Jahres. Es ist mal ein Riesendank, Konami, dass ich das Ganze früh öffnen darf. Von meiner Seite aus, ich finde die Tin, ich sehe die und ich finde die einfach ultra hässlich. Ja, klar, ich verstehe es, ne? Die Yu-Gi-Oh! Kart-Hintergrund und dann hast du die ganzen Charaktere drauf von den ganzen Animes und so. Aber ich finde die einfach ultra hässlich. Dieser Yu-Gi-Oh! Background als Hintergrund für diese Tin ist einfach ultra hässlich. Wenn man sich die Tins anguckt, die letzten Jahre, ne, die ganzen goldenen Dinger hier, die waren cool, aber das ist doch viel besser als das halt. Ne? Das brauche ich halt gar nicht. 25 Jubiläum, deswegen gibt es hier eben auch verschiedene Charaktere drauf und nicht nur irgendwas anderes. Stimmt, wir kriegen ja die Quarter-Century-Verse von den Charakteren da selbst. Und ich habe auch schon gehört, es gibt drei neue Karten in der Tin. Über die sprechen wir auch noch einmal, weil die will ich mir mal ganz angucken und gucken, wie cool die sind. Besonders noch, es gibt hier gewisse Karten, die man theoretisch ziehen kann. Und wer da schnell rüber geht, was ist da denn? Was ist da denn? Da ist ein schwarzer Rosendrachen. Und wir wollen ihn ziehen. Also ist ja klar, ne? Also schwarzer Rosendrachen ist meine Lieblingskarte. Dementsprechend wollen wir das Ganze ziehen. Ja, es gibt ja noch einige Veränderungen. Zum Beispiel gibt es hier zwei Prismatic Secrets. Nicht nur eine. Dementsprechend wollen wir das Ganze gucken. Und natürlich auch wieder. Stimmt, in den letzten Szenen waren es immer nur eine, die wir ziehen konnten. Jetzt kriegen wir zwei Prismatic Secrets. Dafür ist aber auch der Kartenpool von den Prismatic Secrets, ich glaube, doppelt so. Ich glaube, 70 sind es. Im Vergleich zu den, ich glaube, 40 oder 35 wie letztes Mal. 25-jähriges Secret Rare ist hier ebenfalls drin. Und ja, das ist natürlich immer das Tolle, wenn man gerade die Fingernägel geschnitten hat. Warte, wir müssen mal so mal hier aufmachen. So. Aber so. Das rausholen, easy Clip. Genau, so, öffnen wir das Ganze. Und was haben wir hier? Ui. Also nächstes einmal, als ich das Bild gesehen habe, dachte ich erst, das Ganze ist irgendwie aus Pappe oder so, dass das hier Pappe wäre, aber ist es nicht. Der sieht hin war immer aus Metall. Ich hätte mich gewundert, hätten sie diesmal die aus Pappe gemacht. Das wäre schon ein bisschen weird, weil die waren ja immer dieselben Boxen seit 5 Jahren oder so, diese komischen runden Boxen, die wir haben. Seit 2018, glaube ich, haben wir diese komischen Boxen, die ja immer aus Metall dieselben Größen so sind. Finde ich super. Sieht sehr nice aus. Also, sieht wirklich hübsch aus. Nein, also Maurice, sorry, aber die Box ist nicht hübsch. Ich finde diese Umrandung von den Charakteren relativ edel aus. Ich finde die Box aber ultra hässlich. Und, oh! Oh, wie? Liegt schon offen? Wie? Was ist das denn? Das ist oh nein! Okay, sie liegt schon offen. Hier haben wir wieder die besondere Secret Rare und sieht natürlich toll aus. Ganze Karte. Und wir kriegen wieder Promos in den Tins. Ich habe das ja bei den letzten Tins, die letzten 3 Jahre, fand ich das richtig scheiße, dass wir keine Promos in den Tins hatten. Ich finde es cool, dass wir hier wieder Promos drin haben. Die glitzert quasi. Ich krieg dem eine von diesen hier. Ich hätte gerne Cyberdrachen bekommen oder natürlich den schwarzen Rosendrachen. Aber man kann nicht alles kriegen. Wie immer, sie sind etwas dicker. Also da sind mehr Karten drin als nur 9. Und wie gesagt, 2 ja, natürlich ein bisschen Prismatic Secret Rares. Und ich mag den Prismatic Rares Secret Rare Effekt sehr, weil er ist sehr hübsch einfach. Also, ich finde ihn sehr hübsch. Und wir fangen hier an. Brillante Rose. Mit Brillante Rose. Man muss erstmal sagen, es wurde ja schon bereits angekündigt, welche Karten hier drin sein können zum Teil. Also aus welchen Sets. Aber wie immer gibt es auch ein paar Überraschungen. Und wollen wir mal gucken, ob wir eben ein paar Überraschungen haben. Spannend, ob wir eben dementsprechend ein welche ziehen werden oder nicht. Eisjade hier auch drin. Eisjade ist doch überraschend. Ne? Also ich habe ja immer Eisjade so abgetan, so von wegen so, ja, okay, ne? Aber es gibt einige, die gerne Eisjade spielen. Ist fast. Rauchpflanze hier auch drin. Und ja, jetzt kommen wir die erste Super Rare. Rauchmoskito. Rauchmoskito hat einen super Rare-Upgrade bekommen. Das war auf jeden Fall notwendig. Das haben wir alle gebraucht. Dann haben wir die Ultra Rare, wie gesagt, ne? Simorgh, das Monster ist eine gute Karte. Aber das als Ultra Rare, ich weiß nicht, was dann kann man. Das heißt, schon mal value-technisch schon mal ein bisschen beschissen. Aber optisch coole Karte. Es gibt immer eine Super Rare pro Pack, eine Ultra Rare. Zwei Ultra Rares. Dann eines. Labyrinth. Labyrinth. Und. Oh, Silantis.
Stellantis hat auch den Secret Rift, das wussten wir ja schon. Doch, den Labyrinth Fiesberg wussten wir auch. Ich finde aber, ich mag diesen Effekt bei dem Megatens irgendwie nicht, den Secret Rift. Ich finde den nicht cool. Weltrache. Das finde ich interessant übrigens. Also, normalerweise ist es ja so, dass Karten, die hier neu drin sind, eben eine unterschiedliche Rarität bekommen. Also, ist nicht immer so, aber halt öfters so. Und der hier eben ist Secret Rare. Und wieder Secret Rare, finde ich nice. Und dann gibt es natürlich auch ein Rare. Ja, in Hauptsets gibt es keine Rares mehr, aber hier... Beast als Rare. Okay, war Beast eine Super Rare oder war es eine Common? Drin schon. Und wir haben hier schon einen Labyrinth Core, ne? Wir haben hier Kuku. Zwei Karten auch noch. Passt, ohne Witz. Wir haben gleich Labyrinth komplett. Würde ich nochmal Labyrinth. Nehme ich mit. Also Labyrinth einfach mal komplett. Das war ja auch so schon ziemlich low rare. Würde ich mitnehmen. Wir haben Schreckenslaue, Labyrinth, Brilliant Rose. Nochmal. XX Ausschluss. Warum nicht? Schreckenslaue nochmal. Und dein Morphia. Super rare. Also ich muss sagen, Dino Morphia, also super Artworks, cool. Super hübsch. Dagegen spielen, wenn die erstmal in Fahrt kommen, da habe ich keinen Spaß. Da denke ich immer so, oh mein Gott. Ein Ultra Rare. Hat der nicht auch eine Ultra Rare bekommen im einen Nebenset? War das nicht so eine random Karte? Das hat auch, das wäre auch kein Weg. Also die Ultra Rares scheinen böse zu werden. Schick. Oh, Dino Morphia. Und reich. Ich meine, coole Karte, also Rare. Dann haben wir jetzt Secret Rare hier. Boah, es sieht so hübsch aus. Das wussten wir Leute, schon. Es ist der Secret Rare-Effekt. Also, ich mag den einfach nicht. Hier nochmal. Ich mag den nicht. Ich liebe diesen Secret Rare-Effekt. Der ist so hübsch. Da sind wir eigentlich sonst nicht einig. Das ist mal ein bisschen anders als eben als der normale. Ne? Ja, aber ich mag den normalen. Secret Rare. Sehr hübsch. Gefällt mir sehr gut. Und Mariko. Genau. Den hat sie Magikuribo. Super Secret Rare. Super Secret Rare. Toller Secret Rare. Und DDD. Und sie verwundet. Runisch, von Rare zu Common. Was hier denn Schönes im letzten Pack drin sein wird. Naja, schöne neue Karte. Also die Karte ist natürlich inspiriert von einer anderen Karte. Und jetzt eben hier draußen finde ich auch sehr schön. Zombie-Wiedergeburt. Ich weiß gar nicht, ist die Slendy? Ich glaube, die ist nicht aus dem Structure-Deck. Probe Therion. Also Therion sind hier auf jeden Fall alle drin. Ja, dunkler Vertrag, DDD Greif, Dinomorph, ja, ey, wir haben auch gleich komplett Dinomorph. Ketrigina als Super. Dann nehmen wir, Amazonische. Ich muss es sagen. Amazonisch als Ultra Rare, aber die geht auch dann 10 Cent, oder? Der Secret Rare Effekt wirkt im Vergleich zu sonst auch ein bisschen anders. Täuscht, glaube ich, aber nur. Aber das Bild, vielleicht liegt es auch an dieser Karte einfach. Und, Vorbereitung. Ist cool als Ultra Rare, aber die ist halt auch nichts wert. Das Tier, ja, aktuell halt auf jeden Fall noch ein Thema. Mal sehen, wie lange das so sein wird. Dann haben wir, Ariane, Labyrinth Dienerin. Ja, okay. Und da sieht man den Secret Ray Effekt. Ich glaube, das ist die erste Karte, die ein bisschen unglaublich was gut. Also, ich finde den Effekt so schön. Wobei der Karte, also er ist wirklich gut gelungen, der Effekt. Sieht sehr gut aus. Und letzte Secret Rare ist... Runische Spitze! Okay. Sehr, sehr schön. Die sogar noch ein Upgrade, ne? Nee, Ultra? War die Ultra? Das Secret Rare weiß ich gar nicht. Also den Paralytic Rare Effekt bei der Karte finde ich wiederum okay. Weil die Karte selber super spannend vom Artwork ist. Da finde ich es wieder okay. Würde ich mir jetzt wahrscheinlich auch nicht besorgen, weil ich habe ja die Ultra, ja, aber... Was kostet ein Display? Was kostet eine Box? 20 Euro oder so, ne? Ich sehe da echt schwarz, weil jetzt eine Karte gezogen ist, was geht. Das Landesgespräch vielleicht ein paar Euro und die Ariane. Boah, ich glaube, das wird echt schwierig, da wirklich für die 20 Euro wirklich auch Karten zu bekommen, die wirklich auch diese 20 Euro wert sind. Der Effekt, man sieht ihn dezent. Also er ist dezent, obwohl das er, also das eigentlich ist der besser. Effekt halt sehr stark, aber hier ist er nur dezent drin. Liegt einfach daran, dass eben natürlich im Artwork das passt, also das Schwert und die Formel ist eben dann mit dem Secret-Effekt, der Rest nicht. Sehr hübsch auf jeden Fall. Sehr hübsch, natürlich super gute Karte. Markierte Wiedergewinnung als Rare dann noch. Wiedergabe, Labyrinth, ja, let's go, kompletter Core, haben wir aber komplett, und edle Ritter. Und dann gucken wir uns auch einmal das Set als solches an, was drin ist, wir gehen aber die Raritäten durch. Ich habe ja gerade über die Parallel Secret Rares schon gesprochen, ich werde mal trotzdem ganz kurz darauf eingehen und mir mal so ein bisschen die Ultra Rares angucken und so ein bisschen die Super Rares, ob da vielleicht ein bisschen Video zu holen ist. Und wie gesagt, es gibt drei neue Karten und über die möchte ich auch nochmal sprechen. Dann sind wir hier einmal... bei der TIN, die kommt übrigens am 7.9. raus, falls ihr es nicht wusstet, das ist in knapp 2 Wochen, ein bisschen weniger, so um den Dreh. Und dann spreche ich noch einmal ganz kurz über die Karten, die vielleicht ganz spannend sein könnten. Also, Prismatic Secret Rest, die haben wir ja sogar gesehen, die Magic Poribo, dann Timaeus, dann der Blue-Eyes Jet Dragon, ist eine ganz coole Karte, dann Theresia, Illusion of Chaos, das ist so. Wir können ja mal so ein bisschen auf die Karten eingehen, die vielleicht ein bisschen Money generieren können, wenn ihr die zieht. Nein, etwas... Eher nicht. Etwas. Nee, nicht so. Vielleicht ein bisschen.
auch eher nichts. Vielleicht ein bisschen, auch eher nichts. Die können mir vorstellen, dass sie ein bisschen was geht, weil die aktuelle Kopie kostet, ich glaube, knapp 15. Ein bisschen was. Liburea und Regulus könnte ich mir auch vorstellen, dass die ein bisschen was gehen. Das sind auf jeden Fall gute Reprints. Visas könnte auch ein bisschen was gehen, genauso wie der Reichardt. Die könnte auch ein bisschen was gehen. Der geht nix. Der wird auch nichts gehen. Die werden auch nichts gehen. Der Psy End Punisher könnte auch ein bisschen was gehen. Auch ein sehr guter Reprint. Beyond the Pendulum könnte auch ein bisschen was gehen. Der Triad vielleicht 2, 3 Euro, vielleicht ein bisschen weniger. Die wird nichts gehen. Die wird auch nichts gehen. Die auch nicht, der sowieso nicht. Dann werden wir Albert Sand auch nichts gehen. Die Martha könnte ich mir vorstellen, dass sie ein bisschen was geht. Auch der vielleicht so 2, 3 Euro. Bei der könnte ich mir vorstellen, bei Gura, dass die ein bisschen was geht. Das ist ja cool, weil es ein Proto-Reprint ist, den wir eigentlich erwartet haben. Die ging aktuell so 25. Mit dem Reprint wahrscheinlich so 10. Vielleicht kriegt ihr die für einen 10er, vielleicht ein bisschen weniger. Je nachdem, wie oft sie gezogen wird, aber ich schätze mal so einen 10er. Also das ist schon eine der teureren Karten, die ihr sehen könnt, neben Regulus. Haben wir ein paar Blackwing-Karten, die Bissiels, die könnten auch ein paar Euros gehen. Dann der Lubellion, das ist ein guter Reprint, genauso wie Cartesia, Fenrir und Unicorn. Die werden auch ein paar Euros gehen, also die hier auf jeden Fall. Der Unicorn geht jetzt schon irgendwie 3-4 Euro, das ist auch nicht so teuer. Und die Karten sind halt wirklich, also je nach Bandlist, werden die auf jeden Fall ein paar Euros kosten. Die Karten, die kosten auch nicht so viel, also die ID kosten halt ein paar Euros. Dann die Labyrinth-Karten, die werden ein paar Euros gehen. Je nachdem, was die Bandlist sagt, aber die werden wahrscheinlich ein paar Euros gehen. Vezelantis, ein paar Euro. Markkling kann ich mir auch vorstellen, dass sie so 2 bis 5 Euro geht. Dann, naja, die wird nichts gehen. Dann haben wir noch einmal hier die andere Lady. Vielleicht Ariana wird auch ein bisschen was gehen. Und die beiden werden wahrscheinlich auch so 5 bis 10 Euro kosten. Also auch ein paar Euros, aber auch nicht viel. Hagin wahrscheinlich auch so 3 bis 4. Und die Adventure-Karten, na, vielleicht 2 Euro, wenn ihr Glück habt. Und die anderen Karten werden nicht viel gehen. Und die Karte wird wahrscheinlich auch auf 1 Euro fallen, wenn nicht sogar weniger. Also wir haben nicht so viele Money-Karten in den Parallel-Secret-Rares. Deswegen kann man hoffen, dass die Ultra-Rares zumindest ein bisschen gut sind. Von dem, was ich jetzt gerade gesehen habe, schien es nicht so. Zumindest nicht, dass die Policy, die gemacht haben, um die Ultra-Rares zu promoten. Aber gucken wir mal, was überhaupt die Ultra-Rares sind. Also das ist jetzt ja auch gerade zum ersten Mal tatsächlich. Sind jetzt einmal durch. Also wir haben einmal den Geek-Boy. Kann man machen. Wir haben Dictator of the, kann man auch machen, war eine Super Rare. Dann Ice Jade, war eine Secret Rare, kann man machen. Die Karten jucken gar keinen. Das ist ein cooler Print, so für die, die es halt haben wollten. Aber die kostet halt nichts. Der kostet auch gar nichts. Die spielt auch, glaube ich, gar keiner. Dark ist ein cooler Reprint als Ultra Rare. Feier ich. Wird vielleicht 1 Euro kosten. Könnte also ein bisschen Geld wert sein. Das ist eine Blue Eyes Karte, die geht immer so was gehen. Dann haben wir einmal deine Morphia, dann ja, die geht auch nichts. Der Fire vielleicht ein bisschen was unnötig. Der vielleicht 1 Euro, der vielleicht 10 Cent. Der Lenatus könnte ein bisschen was gehen. Der wird gar nichts kosten, aber das ist ein Upgrade von der Super Rare zur Ultra Rare. Das ist ganz cool. Die werden auch nichts kosten. Die werden nichts kosten. Besessen ist ganz cool auf jeden Fall. Überfusion, da sah das. Das Early ein Print bekommen hat, finde ich cool. Ich werde mir die auf jeden Fall besorgen als Ultra Rare, weil ich finde es eine coole Karte ist, die in verschiedenen Szenarien mal auftauchen wird, genauso wie Spellbound. Geht aktuell, glaube ich, so 6 Euro oder ging so 6 Euro. Hier ist Ultra Rare. Können wir schon vorstellen, dass die auch dann vom Preis hochschweißen, so auf, weiß ich, 1 Euro, vielleicht ein bisschen weniger sinkt. Wahrscheinlich sogar deutlich weniger. Dann werde ich mir davon auch mal ein Playset, glaube ich, besorgen. Boah, ich habe vielleicht besser davon, ich weiß nicht, ich muss mal gucken. Aber das ist auf jeden Fall eine Karte, die sollte man vielleicht zu Hause haben. Weil die könnte halt irgendwie relevant werden. Die Karten werden nichts gehen. Da hat nichts bei. Dann die waren, das war eine Kamen. Oh, cooler Reprint auf jeden Fall. Das ist auch ein guter Reprint für die Dark World Decks. Und wenn man sich den Rest hier anguckt, Ding vorher auch schon irgendwie 10 Cent nur. Also nichts dabei, was jetzt wie gut ist. Ich meine, cool, dass die ganzen Runic-Karten jetzt alle einen Ultra-Printer haben. Das heißt, wir können alle Runic in Ultra spielen. Das ist cool. Aber ich werde da jetzt reinjeden, wenn ich weiß, was die Wellness gesagt hat. Und dann halt natürlich nochmal Ultra-Rare von Griffin. Das ist ganz cool. Und hier, das sind 3 neue Karten. Weil die kennen wir nicht. Aber über die sprechen wir gleich nochmal. Da scheinen wir noch nicht alle zu haben, weil ich denke mal, wir werden mehr als 28 Super-Rares kriegen. Aber die sind halt wirklich. Ja, okay, kann man machen. Salesban, ganz okay, Karte ist jetzt nicht super gut, aber auch nicht kacke, ne? Unnötig. Super unnötig. Irgendwie witzig, aber auch unnötig. Unnötig. Kann man machen. Finde ich cool, kann man auch machen. Unnötig, okay, kann man tun, unnötig. Und das heißt, hier ist halt
gar kein Geld drin. Also die kosten alle nichts, die kosten Cent. Ne? So, bei den Rares wird das genauso sein, da kennen wir auch noch ein paar. Ich finde cool, dass die Beast und Regent hier als Rares reprintet haben. Dass der einen Rare Reprint bekommt, finde ich ein bisschen schade. Ich hätte ganz gerne auch den als Ultra gesehen, weil das eine coole Karte ist. Also vielleicht nicht jetzt, aber vielleicht in ein, zwei Jahren. Donner ist ganz cool, aber ich auch den hätte ich ganz gerne als Secret Rare gesehen, glaube ich. Ja, auch wenn die jetzt nichts Welttechnisches ist, aber es wäre ein cooles Upgrade für die Karte gewesen. Und bei Cummins gehen wir ganz normal drauf ein. Da ist jetzt nichts Überraschendes wahrscheinlich dabei, deswegen gehen wir jetzt kurz einmal durch. Ob jetzt hier irgendwas dabei ist, was mein Auge catcht, was ich halt spannend finde, dass ich mal erwähnen möchte. Weil das waren ja auch schon vorher Cummins. Das waren ja alles vorher Cummins. Das von Kamen. Ja, das ist eine coole Karte. Das von Ultra Rare aus dem Hauptset. Richtig garbage. Ich glaube, das war auch eine Ultra Rare aus dem Hauptset. Also auch richtig, richtig bad. Pini hätte ich gerne an Super Rare gesehen. Jetzt, wo ich das hier sehe. Weil er wieder einen Kamen-Print bekommen hat. Ich glaube, Wally hat einen Super Rare Print. Aber ich hätte Pini gerne Super Rare gesehen. Und der Rest ist halt auch so. Auch hier Lucy Mavis hätte ich gerne Super Rare gesehen. Die ist hier auch drin? Echt? Lol. Die printen echt die Karte nochmal, wo die gemannt ist. Ja, die Karte ist ganz cool. Rex ist ein cooler Reprint, das hier drin ist, weil das auf jeden Fall eine Karte weit teuer war. Deswegen schön, dass das halt hier deutlich günstiger ist. Und der Rest, der ist halt wirklich nichts wert gewesen. Auch schön, dass wir die Double-Karten hier als Great Lore haben. Die kostet dann gar nichts, die Engine. Ja, okay, kann man so machen. Sprechen wir über die neuen Karten. Und da haben wir einmal Camelot, Realm of Noble Knights and Noble Arms. Optisch 10 von 10. Was kann die? Ich habe keine Ahnung. Einmal pro Spielzug, falls eine Noble Knight Karte, die du kontrollierst, zerstört werden würde durch Kampf oder durch Karteneffekt, du kannst eine Ausrüstungskarte zerstören, die du kontrollierst stattdessen. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Während deiner Main Phase, du kannst eine Noble Arms Karte, die du kontrollierst, verbannen. Oder Friedhof. Place one Noble Knight of the Round Table from your deck, hand or graveyard face up in your field zone. Okay. Then you can special summon one Atreus Monster or add to hand one Noble Arms Cards from your deck or graveyard. Ich habe gerade überlegt, von wo er die Karte speziell spielt, aber er sagt Deck oder Friedhof mit der Noble 1 Karte. Okay, das ist eine Karte, die wieder mehr Consistency im Deck gibt. Das ist nicht bad. Ich weiß nicht, ob es nötig war, jetzt dem noch eine Karte zu geben, aber ich finde aber cool, dass sie halt wirklich eigentlich Camelot gemacht haben, weil es halt Sage um King Arthur ist. Deswegen finde ich es gut, dass sie das endlich gemacht haben. Dann die nächste Karte ist eine Time Thief Karte. Ich persönlich mag ja Time Thief super gerne. Deshalb bin ich mal gespannt, was die Karte war. Ich habe das Artbook gesehen und so, oh cool, Time Thief. Bisher habe ich über diese Karte als normales Monster. Psychic, Dark, Level 4, 19, 2, 5. Schon mal beefy. Die Karte ist trotzdem eine Fallenkarte. Okay. Then you can special summon one machine Time Thief Monster from your hand, deck or graveyard. Okay. Der kann also nicht den Winder specialen, der sich eine Karte hätten kann. Der kann also Battleship specialen und dieses komische Auto. If you control a Xe Monster that has both a spell and a trap as material, you can banish this card from graveyard, banish one card on the field. Non-target. Als Falle. Ich finde die Karte cool. Die ist jetzt für die Engine selber nicht so cool, also wenn man jetzt das Engine spielen möchte in anderen Decks, aber für ein dedicated Time Thief Deck ist die Karte richtig cool. Denn ihr habt das Setup mit Redoer und Perpetua. Und Perpetua kann Materialien an den Redoer anheften. Das heißt, ihr kriegt mit dem Redoer ein Non-Target Spinnens Deck. Dann geht die Karte in den Friedhof. Und wenn ihr es schafft, noch eine Fallenkarte anzuheften an den Redoer, kriegt ihr nochmal einen Spin. Das ist eigentlich ziemlich cool. Das mit dem Monster, ja okay, ist cool, dass man das machen kann, aber es ist halt eine Fallenkarte. Die Frage ist, wie oft kommt das halt auf, dass ihr es wirklich machen könnt. Aber das ist natürlich dann halt direkt ein anderes Monster spezialbeschwört. Ist natürlich fürs Follow-up halt richtig gut, wenn wir die irgendwie setzen können. Also ist eine coole Karte. Ich glaube nicht, dass das Deck besser macht. Also das Ilirien-Deck macht natürlich schon besser. Aber die wart wahrscheinlich auch schon. Und dann haben wir noch einmal den Spiral Double Agent. Die sieht übrigens sehr cool aus. Ich bin mal gespannt, was sie tut. Erstmal ein Level 4 Monster. Wenn du eine Spiral-Karte auf dem Feld oder im Friedhof hast, du kannst diese Karte von deiner Hand auf die gegnerische Seite in Verteidigung beschwören. Aber es kann nicht rotiert werden. Oder benutzt werden für Fusion, Synchro, Xyz oder Link. Dann zeigen beide Spieler die oberste Karte ihres Decks vor. You can only use this effect of Spiral Double Agent once per turn. All Spiral Monsters on the field gain 500 attack. All Spiral Monsters Spiral on the field can attack directly. Also sagen wir so, ich finde sie nicht kacke. Ich finde das Wortspiel cool mit dem Double Agent. Und ich gebe es halt rüber und der gibt die Informationen
von dem, was der Gegner hat, aber er gibt trotzdem Informationen von dir auch an den Gegner weiter. Das ist irgendwie witzig. Es gibt natürlich dem Spyro-Deck die Möglichkeit, akkurater zu predikten, was die oberste Karte ist, damit ihr die ganzen Effekte von den Karten machen könnt. Ich finde cool, dass sie es gemacht haben. Was ich super cool finde, was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist, vielleicht wissen es viele von euch gar nicht, aber die drei neuen Karten, die wir jetzt gehabt haben, von Noble Arms, von Spiral und von Time Thief, das waren alles drei TCG Exclusive Archetypes. Also all diese drei waren nur im TCG. Und ich finde cool, dass wir jetzt da nochmal diese Hommage bekommen für diese drei Themendecks. Die Karten werden jetzt das Deck nicht, die Decks nicht besser machen, also diese Karten werden jetzt Decks nicht breaken oder so, aber die machen die Decks auf jeden Fall besser. Ob die dadurch gut genug werden, lässt sich zu überstreiten, aber sie machen die Decks besser. Das war's mit dem kompletten Inhalt von der Megatin 2023 oder 25th Anniversary Tin Dueling Heroes. Hier ist das Video einmal zu den Reveals von den Parallel Secret Rares, wo ich ein bisschen genau über die Karten gesprochen habe. Guckt da mal rein, bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.